Hallöchen und herzlich willkommen zu einem speziellen Video mal hier auf meinem Kanal. Und ihr werdet euch sicherlich fragen, warum die Facecam auf einmal den ganzen Bildschirm einnimmt und ihr meine gesamte Fresse auch jetzt mal im Vollbild seht. Das war ja was gewesen, was ihr auch bei Fallout als Vorschlag gegeben habt, natürlich ironischerweise, weil sich die Community nicht entscheiden konnte, wo denn am Ende die Facecam platziert werden soll. Und da habe ich mir gedacht, gut, da machen wir als Ausgleich halt mal so Sachen wie Unboxing zum Beispiel. Das werde ich jetzt nicht wöchentlich bringen oder bei jeder Sache bringen, aber ich habe mir da eine ziemlich coole Sache ausgedacht, und zwar zusammen mit den Jungs von Loot Chest. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das gibt es in Amerika, und da heißt es, wie heißt denn das in Amerika nochmal? Loot Raider oder sowas? Oder gibt es das in Deutschland auch? Ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall gibt es das bei einigen Ami-Channeln auch, dass sie einmal im Monat quasi so eine Box auspacken und quasi zeigen, was dann da drin ist. Und ich dachte mir, das ist eine coole Sache, wenn man das ein bisschen unterstützt, weil so ein Nerd-Geek, sag ich mal, kostet ja auch eine Menge Kohle. Und bei Loot Chest, das kann ich ja mal kurz erklären, bekommt ihr quasi, je nachdem, was ihr für ein Abo abschließt, bekommt ihr monatlich eine Box gegen Geld geschickt. Also jetzt zum Beispiel eine Monatsbox, da muss ich mal gerade auf den anderen Bildschirm lugen, kostet 24,95. Dann kriegt ihr einmalig quasi eine Box geschickt und müsst halt quasi nichts kündigen, sondern ist halt einfach nur eine Box. Dann gibt es noch ein 3-Monats-Abo, da kostet das Ganze dann nur noch 22 Euro pro Monat. Und dann gibt es noch ein 6-Monats-Abo für 19 Euro pro Box, also quasi 6 mal 19 Euro. Und natürlich auch jederzeit kündbar. Also wenn ihr nach 2 Monaten sagt, hey, das finde ich voll kacke, brauche ich nicht, könnt das jederzeit kündigen. Und dann bekommt ihr auch keine Box mehr geschickt. Und das ist jetzt die zweite Box, die es von Loot Chest gibt. Das gibt es jetzt seit 2 Monaten. Und ich dachte mir jetzt einfach mal, ich zeige euch jetzt einfach mal, was in der letzten Box ist. Also quasi in der, welchen Monat haben wir? Juni. In der Juni-Box quasi. Da sind halt immer so Sachen drin wie hier. So sieht das Ganze dann aus. Ich muss mal gerade meine Adresse, weil ich möchte nicht, dass, naja, ihr wisst schon. So sieht das Ganze dann aus. Das gute Stück bekommt ihr dann nach Hause geschickt. Und da ist halt, wie gesagt, jede Menge Stuff drin, den man auch so kaufen kann. Aber in der Box ist es halt schon ein bisschen preiswerter, sag ich mal. Es sind meistens in jeder Box so 40 Euro Warenwert ungefähr. Kann mal mehr sein, kann mal weniger sein, je nachdem, was halt gerade drin ist. Und ich mache das Ding jetzt einfach mal auf. Schwuppdiwuppdi. Und dann seht ihr schon, hier drin ist dann der ganze Kram eben, den ihr in eurer Loot Chest habt. Und den könnt ihr auch komplett behalten. Ne? Ist ja ganz klar. Alles, was da drin ist, gehört euch. Müsst nichts zurückschicken. So, dann machen wir das Ganze mal auf. Da ist irgendwie halt noch so blaues Papier drin. Ne? Leider kein Papier, wo man kaputt drücken kann. Finde ich ein bisschen schade. Das wäre mal ein Verbesserungsvorschlag, dieses Knütterpapier, wo man kaputt drücken kann. Ich weiß jetzt nicht, wie es heißt. Naja, auf jeden Fall ist jetzt hier zum Beispiel so Sachen drin, wie zum Beispiel Nintendo Power Mint. Ja, das ist so ein ich weiß nicht, ist das ein NES-Controller oder SNES? Ich komme da mal ein bisschen durcheinander. Ne, ich glaube, es ist NES. Ne? Nintendo Entertainment System. Kann ich mal ein bisschen an die Kamera halten. Da sind Minzbonbons drin. Super geil. Richtig lecker. Habe ich aber noch nicht aufgemacht, noch nicht probiert, aber sowas ist da zum Beispiel dann drin. Oder eben so Sachen wie The Big Bang Theory. Also jetzt zum Beispiel hier so eine Pappfigur oder sowas. Habe ich auch noch nicht aufgemacht. Kann man vielleicht gleich mal machen und mal reingucken. Sind halt zu allen möglichen Entertainment-Sachen, was es so gibt, zu Games, zu Serien und zu Filmen, ist da halt immer irgendwas drin. Und wie zum Beispiel auch einen Superman Energy Drink. Ja, also wenn ihr irgendwann mal Superman werden wollt, haut euch das Ding rein und ihr fliegt und flattert durch die Gegend. So, was haben wir dann noch? Was haben wir hier? Da ist ein kleiner Aufkleber von, ist das von Nintendo? Ich weiß es gar nicht, das Figürchen. Ich glaube, es ist Nintendo. Ich bin mir aber gerade gar nicht sicher, steht auch nichts drauf hinten. Ne. Ich weiß es nicht. Sieht nach Nintendo aus. Ne? Keine Ahnung. Muss man mal gucken. Was haben wir noch? Was haben wir noch? Was haben wir noch? Da haben wir zum Beispiel noch. Alter. Eine Figur. Eine Figur, Blödsinn. Ein Comic könnt ihr euch hier runterladen. Ich mache mal den Code gerade zu. Ne, hier so ein Gutschein für einen Comic. Könnt ihr euch runterladen auf. Warte, wie heißt die Seite? Moment. Die deutsche E-Comic-App. Ach, ist sogar eine App. Seht, da könnt ihr euch auch quasi aufs Handy oder aufs Smartphone oder auf euer iPad oder was auch immer laden. Anmelden unter maddogcomics.de. So, könnt ihr den Code einlösen und kriegt einen Gratis-Comic. So Sachen sind dann halt eben in so einer Loot-Chest. Besonders cool fand ich diesen Monat einen Pac-Mac. Pac-Mac. Ja, ein Pac-Mac. Alter. Ein Pac-Man-Flaschenöffner. Das finde ich besonders cool. Ich habe zwar schon so viele Flaschenöffner, aber der Pac-Man-Flaschenöffner, der ist was Besonderes. Finde ich richtig gut. Da hinten ist auch noch eine Anleitung, wie man eine Flasche öffnet. Ja, also für alle, die das vielleicht nicht wissen, ja, manche können ja auch nicht lesen und schreiben in den Kommentaren, ist es vielleicht nicht schlecht, wenn da hinten dann eine Anleitung noch drauf ist. Was haben wir noch? Was haben wir noch? Ja, jetzt die Schule ist ja jetzt bald vorbei, leider. Beziehungsweise, ich glaube, es sind bald Ferien, ne?
Naja, aber jedenfalls ist halt in dieser Unibox von Loot Chest noch ein vierteiliges Schreibset von Star Wars. Ja, mit Radiergummi, mit Lineal, mit, was ist das noch? Warte mal, hier hinten steht's drauf. Bleistiftradierer, Spitzer und ein Lineal. Ja, von Star Wars. Ja, hier mal in die Kamera gehalten. Wunderschön. Spiegelt ein bisschen, tut mir leid. Aber ich werde mir bestimmt keine dicke Kamera für so ein paar Unboxings kaufen. Ne? Das soll ja alles noch einen gewissen Wohnzimmer-Charme behalten. So, was haben wir denn noch? Das ist ein Poster, das ist schon ein bisschen demoliert, das zeige ich euch gleich. Was haben wir denn noch? Was haben wir denn noch? Da haben wir noch eine Friend-Code-Karte. Ja, hier, Loot Chest, könnt ihr euch noch dann einloggen. Ich zeige das jetzt mal nicht, den Code. Ich weiß nicht, ob man den zeigen darf, wenn man keine Box abonniert hat. Ich weiß es nicht. Ich lasse es lieber. Und dann waren hier noch drinne zwei Center Shocks. Kaugummis, Kaubonbons. Ja. Ich habe einen probiert, ich fand sie nicht so gut, aber naja, ist trotzdem dabei gewesen. So, und dann zu guter Letzt war da noch ein T-Shirt drinne. Auch von einer Figur, von der ich leider absolut keine Ahnung habe, was es ist. Aber ich zeige es euch trotzdem einfach mal. Ich glaube, es ist... Es sieht mir nach Star Wars aus, aber irgendwas mit Katzen. Ich habe keine Ahnung. May the luck be with you steht da drauf. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung, von was für einer Serie oder das auch immer ist. Gildan Softstyle Ringspun. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Steht hier noch irgendwas anderes drauf? Nö. Oder? Nein. Gut, ich zeige das trotzdem an die Kamera. Ne, das T-Shirt hier, Moment, jetzt muss ich erstmal gucken. So, da. Das ist das T-Shirt. In Größe, ich weiß es, Moment, was ist das für eine Größe? Wahrscheinlich Standardgröße. XL. Ne, da könnt ihr auch bei Loot Chest, wenn ihr dann quasi ein Abo abschließt, könnt ihr auch angeben, was für eine T-Shirt-Größe ihr habt, damit ihr auch immer das in eurer Größe quasi geschickt bekommt, was ja schon irgendwie sehr sinnvoll wäre. So, und dann noch dieses besagte Poster. Wie gesagt, ich habe es noch gar nicht aufgemacht. Aber ich glaube... Es ist ein Poster von She Smiled Till the End. Ich weiß nicht, von was das jetzt ein Poster ist. Ich habe keine Ahnung. Sieht auf jeden Fall ganz nett aus. Ist wie gesagt jetzt leider ein bisschen gedamaged, aber naja. Ist jetzt auch nicht so schlimm. Wenn man das ein bisschen glatt drückt, dann passt das schon. Dann geht das auch wieder. Ja, das war jetzt der Inhalt von der Unibox von Loot Chest. Hatten schon einige auch in die Kommentare geschrieben, dass sie ihre Box schon bekommen haben. Und von daher ist das eigentlich ganz nett. Also ich muss sagen, für 20 Euro im Monat kann man das echt machen. Gerade weil halt eben auch manchmal Stuff dabei ist, der halt dann über 40 Euro gekostet hat. Und von daher sage ich mir halt, gut, da habe ich eine komplette Box und kann mich im Monat quasi überraschen lassen, was denn da so drin ist. Das machen dann eben die Jungs von Loot Chest für euch. Und es sind auch sehr nette Kontakte, muss man echt sagen. Und die sind noch am Wachsen und deshalb bin ich auf jeden Fall auch davon überzeugt, wenn man die Jungs ein bisschen unterstützt, dann kann da auf jeden Fall schon ein bisschen was rumkommen und ja, deshalb mache ich dieses Unboxing hier auch. Das wird es jetzt einmal im Monat geben, ansonsten andere Unboxings, wie jetzt zum Beispiel Collectors Editions oder sowas, muss man mal gucken, aber eigentlich eher weniger, aber so Loot Chest, das mache ich gerne mit, das finde ich cool und in uns steckt ja allen irgendwie so ein bisschen Nerd, ne? Und gerade so Merchandise, die kann man dann immer ganz gut gebrauchen, finde ich. Kann man schön in die Vitrine stellen oder was auch immer oder angeben damit. Ach ja, ich wollte ja noch diese komische Big Bang Theory Figur hier aufmachen. Das machen wir jetzt mal gerade noch. Warte mal. Ich versuche die mal so aufzukriegen. Aber eigentlich bräuchte man dafür ein Messer oder sowas. Moment. So, na komm. Na komm. So. Und ich weiß gar nicht, was ist denn da? Mystery Minis. Aha, man weiß also vorher nicht, welcher da drin ist. Okay. Schauen wir doch mal. So, wir öffnen die Box. Und ich mache sie einfach mal kaputt. Ich hoffe, das war jetzt so gewollt. Nicht, dass es jetzt Teil der Figur ist und ich sie jetzt zerstört habe. Aber ich mach die jetzt einfach mal auf. Alter, geh auf. So. Dann schauen wir nochmal da rein, was wir da Schönes drin haben. So, eine Figur. Ja, das ist die Figur. So sieht sie aus. Ne, Moment, ich muss die Packung hier noch aufmachen. So, wen haben wir denn da drinne? Ah, eine sehr hochwertige Box und ich glaube, das ist... Ist das Sheldon? Ist das Sheldon? Ich glaube schon, oder? Warte mal. Hinten auf die Packung drauf gucken. Die 2 von 24. Ich weiß es nicht. Es müsste Sheldon sein. Wenn ich mir das so angucke, müsste das eigentlich Sheldon sein. So vom Aussehen her. Und er hat auch ein Buch in der Hand. Das würde auf jeden Fall zu Sheldon passen. So Sachen sind dann halt in dieser Loot Chest eben drin. Und sowas feiere ich. Sowas finde ich cool. So, und wenn ihr es auch cool findet, dann guckt einfach mal in die Beschreibung. Da habe ich euch einen Link reingepackt, wo ihr direkt zu Loot Chest kommt und euch auch so eine Box ordern könnt. Und wie gesagt, es gibt auch einmalige Monatsboxen, wo ihr euch dann quasi erstmal reinschnuppern könnt, ob ihr das überhaupt toll findet.
Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr von Loot Chest im Allgemeinen haltet, beziehungsweise auch von solchen Unboxings, würde mich mal interessieren. Und ansonsten verbleibe ich mit schönen Grüßen und wünsche euch noch einen schönen Tag und sage vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.